Schlacht von Kofu. Yamakawa Hiroshi gegen Kachiwara Mishiaki. 1868. Es ist. Die Zeiträume in Shogun 2 Fall of the Samurai sind wirklich lang. Wirrig. Und da sehe ich da, die haben schon wieder ein bisschen hügelige Landschaft. Aber gut, okay, wir haben teilweise den Wald auf unserer Seite. Und wir werden ja auch angegriffen und nicht die. Die greifen uns an. Das dürfte schon von Vorteil sein. Ich überlege mir gerade, wie bei Fukushima am günstigsten und diese andere Armee da von den Zu. Ich kann nur hoffen, die Obama, das war eine ganz gute Idee, dass wir uns mit denen verbündet haben. Das war notwendig. Die können uns vielleicht helfen. Oder halt und uns als Sündenböcke dienen. Denn wir müssen da irgendwie rauskommen. Aus diesem Desaster, was wir uns da angehäuft haben, teilweise. Und gut. Okay. So. Ho, ho. Stellen wir die mal. Okay, können sowieso in die Vorderreihe wieder nur schießen. Hier haben wir unsere goldene Calf. Stellen wir mal hier auf. Ach so, die habe ich noch vergessen. Hm, na gut. Verstecken wir mal im Wald. So. Ach, hier hätten wir noch eine. Na. Stellen wir richtig auf. Hier hätten wir noch eine Bogenkachi. Katana-Kachi. Stellen wir hier auf. Dann haben wir noch den General. Er hatte sowieso keine Calf. Der Feind nähert sich, mein Lord. Ihr solltet ihn aufhalten. Stell dir vor, das habe ich vor. So. Das dürfte nicht so schwer werden für uns. Stellen wir die mal hier auf. Ist ja nicht viel, ist ja auch nur Heerbahn. Ist ja auch nur Garnisonsinfanterie dabei. Oh, ach so, diese. Na gut. Aber Heerbahn auch. Und ja, ja, nicht so wirklich starke Geschichte. Die können wir auch schon ausspielen mit unserer Revolver-Calf. Die finde ich wirklich genial. Die hat eine erhöhte Präzision und ist eigentlich ganz gut für solche Angriffe geeignet in meinen Augen. Nehmen wir uns mal von hinten. So. Sturmangriff. Stellen wir uns mal da auf. Möglichst. So. Auf geht's. Sturmangriff. Euer Triumph ist nah, mein Lord. Okay, Rückzug, Rückzug, zurück. Wir umreiten die wieder. Den schießen wir mal in der Zwischenzeit. Nein, 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 nein. Leute, Leute! Macht euch bitte nicht lächerlich. Nicht mir gegenüber, das wäre nicht fair. Da, zurück. Ah, nein, nein! Ich raffe nicht, wieso die Cav sich manchmal so verzetteln kann. Naja. So. Haha, von unserer Bogen. Unserer wunderbaren Bogenkachi-Einheit. So, okay, die können wir zurück. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Und können mit denen mal hier in diese Position gehen. Mit denen nähern wir uns wieder von hinten. Mein Lord, euer General wird angegriffen. Das wird er wie immer. Ja, Moralkreis ist jetzt nicht so riesig, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, er bleibt mal hinten.
So, okay. Ab geht's von hinten rein. Auf den General. Auf geht's. Einen schönen kleinen Rush. Oh, sehe ich das an, wie das alles aussieht. Kleiner gegnerischer Rush. Genial. Das hätten wir. Jetzt können wir die schön noch niederschießen. Oh, seht euch das an. Das ist ja eine Qualmwolke hier. Versuchen wir noch so viele zu erledigen, wie es geht. Wir können schon mal stehen bleiben. Gut. Eine eurer Einheiten kann nicht mehr schießen, General. Das ist tragisch. Hoho. Das ist natürlich schon diebisch, was wir hier machen. Die können auch gleich nicht mehr schießen. Ja, die sind vorbei. Ja, gut. Könnt ihr die noch per Schwert erledigen? Und ihr die noch. Der kann auch noch ein bisschen was machen. Mal wieder so viel töten, wie es geht. Haha. Die Käfreichen. Seht, General! Ihre Verbündeten fliehen! Perfekt. Die Arbeit, die sie wieder leisten, ist wirklich gut. So, komm, die können noch einen Rang aufsteigen. Jawohl. Sehr gut. So, das sind jetzt so ziemlich alle, dann reicht's das. Entscheidender Sieg für uns. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere 10 Provinzen wieder. Und überleg uns dann mal einen Schlachtplan, wie wir Fukushima wieder zurückerobern können, direkt. Über Shimotsuke ist ja jetzt unsere neue Feste. Unser neuer Standpunkt, unsere neue Basis. Ja, haben wir souverän gemeistert. Plündern, friedlich besetzen. Wie sieht auf die Ehre des Daimios aus? Das ist immer so eine Sache mit Plündern und dann sind die Leute unzufrieden. 17.961 Koku ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Allerdings schätze ich mal, wir werden die friedlich besetzen. Das andere ist mir einfach zu heikel. Ja, die Seehandelsroute ist mal wieder überfallen worden von... Na toll. Von den Freunden der Zu. Es will auch keiner mehr hier mal direkt was mit mir zu tun haben. Ja, ja, inakzeptabel. Oh, oh. Ich will euch nicht zuhören, aber die Politik... Bedenkt mein Angebot und die Harmonie, die es mit sich bringt. Also er will 550. Das kann er erstmal vergessen. Damit bin ich nicht einverstanden, dass ich mein Geld für seinen Scheiß da ausgeben muss. Nee. Nee, nee. Inakzeptabel. Inakzeptabel. Keiner mag mich, Mann. Muss mal irgendjemand geben hier, der mal wieder bereit ist. Nee, die sind alle verblendet. Ja, gut. So, wo ist denn denn die... Die Kofu haben jetzt noch wie viele Provinzen? 2. Okay. Na gut. Ich schätze mal, die wollen dann
Hier haben wir sie. Das ist die Monsterarmee. Die will hier irgendwie lang. Die andere Monsterarmee hat sich ja hier hinten in unsere Provinz gütlich getan. Okay, die geht zurück in die Provinz hier. Hier unter anderem bauen wir jetzt nicht direkt hier unbedingt einen Fronhof, sondern bauen wir hier einen. Okay. Nein, das... Oder? Moment. Ja, okay. Das Volk ist noch nicht so ganz bereit, aber wir raffen uns wieder auf. Wir kommen wieder. So langsam kommen wir wieder zurück. Wäre ja auch schade, wenn nicht. So, 788, das werden wir dann investieren, um unsere Flotte mal wieder zu reparieren und wieder seetüchtig zu machen. Und momentan ist das ja eher nicht der Fall. Shinsengumi. Ja, du kannst dann da mal weg, mal wieder ein bisschen Arbeit verrichten. Geh mal hier längs. Die Geisha kann... Geht mal am besten in die Richtung, nach Echu. Das ist ja alles irgendwie nur unsere Spione. Mehr oder weniger. Na gut. Ja, die Obama sind eigentlich schon relativ gut inzwischen. Stark und moderat. Oh, wir gelten sogar als begütert. Freunde. Freunde der Nacht. Jetzt sind wir mit denen auf einer Stufe. Ja, das ist die Provinz, die wir erobert haben, immer noch. Ich meine, 28 treue Provinzen. Das können wir auch gerade mal kurz in die Ziele mal wieder rein. 10 von 26 Provinzen halten wir. 28 sind... Na gut, okay. Ja, das gefällt mir schon. Das ist relativ solide eigentlich. Wenn wir jetzt noch Fukushima zurückerobern würden... Ich denke mal, wenn wir die zu zerstören können auf dieser Seite hier, dann wäre das schon erheblich, dass wir diese dann auf der anderen Seite... Wenn wir uns auf dieser Seite hier, das ist mein Plan, hier aufrüsten, von Shimotsuga aus... Die könnten, Moment, die könnten aber auch von hier aus einmarschieren, sehe ich gerade, nach Kozuke. Da ist natürlich der schwächere Pol bei mir. Von daher müssten wir hier, haben wir denn in der Nähe irgendwie einen, ja, der kostet momentan zu viel. Müssen wir in der nächsten Runde dran denken, unbedingt, ganz wichtig, einen Shinobi oder, nee, in dem einen Shinsengumi zu rekrutieren, der hier einfach mal lang marschiert und diese, Situation hier mal checkt, denn die können ja hier von Fukushima direkt auch nach Kozuke führen. Es gibt natürlich mehrere Wege nach Rom, ne? Wir kennen das alle, viele Wege nach Rom. In dem Fall nach Kozuke, da müssen wir dann dementsprechend aufpassen. Gehen wir mal hier längs. Und ja, dann gehen wir erstmal in die nächste Runde, ab geht's. Hier ist ja alles soweit in Ordnung gewesen. Ja, nächste Runde. Die Satsuma. Eigentlich der einzige Clan, der so mir noch so sympathisch ist, im Gegensatz zu den anderen Kaiserlichen. Ah, was geht denn da ab? So, die Matsuma, okay. Shinobi wurde entdeckt. Wir haben einen General, den wir anwerben könnten. Mein Lord, der Sohn eures... Also, allerdings muss ich sagen, momentan haben wir eigentlich relativ genügend Generäle, sorry. Das werden wir erstmal lassen, das kostet nur wieder Geld. Wir haben momentan doch so wenig. Fronhöfe. Weiter geht's. Wir hören nicht auf, die Wirtschaft zu pushen. Können wir denn hier jetzt mal wieder... Mein Ziel ist erstmal wirklich alle Provinzen hier von... mit Steuern zu belasten, haha, ich bin ja so grauenhaft, ne, so grausam. Da mache ich das natürlich. Wen haben wir denn hier? Die wollen uns wohl angreifen, ne? Dann sollen sie ruhig machen. Ne, ist sowieso zu teuer. Ja, gut, okay, ich sehe gerade, das Geld reicht noch, um den Shinsengumi hier zu rekrutieren. Ihr könnt keinen... Ihr habt die...
Maximale Anzahl an Shinsengumi, das ist ja übel. Können wir wenigstens einen Ninja? Na gut, wenigstens das. Der soll dann mal hier längs. Nach, ja, nach Fukushima, ne? Aber nicht diese Richtung, möglichst diese hier. Denn ich habe so einen Verdacht, dass die hier rüberkommen. Wenn die hier rüberkommen, ist ja in Ordnung. Okay. Hauptsache unser Daimyo kommt wieder heile zu Hause an. Wir haben momentan noch keinen Nachfahren und der ist ja noch relativ jung hier. Also ist gerade mal 22. Und das braucht noch lange, bis die erwachsen werden. Okay. Ja, weiter geht's. Schätze ich dann mal so ungefähr. Jetzt kann ich die Flotte wieder nicht ausbauen. Das kostet immer alles so viel hier. Ach, hey. Naja. Da warten wir ab. Aber dann, wenn die bereit ist, dann hauen wir da ordentlich mal mit auf den Putz. Mit dieser Flotte. Ich denke mal, da können wir einiges bewegen. Die Obama, okay. Und die Zu natürlich. Die sind nicht außer Acht zu lassen. Immer schön nicht aus den Augen lassen, die sind gefährlich. Natürlich schon, wenn man natürlich schon so früh die Vormarschstellung hier bekommt, ist es nicht so günstig. Mission erteilt. Den Angriff vorantreiben. Der Krieg wütet und die Feinde des Shoguns sind überall. Diese Provinz ist unter kaiserlicher Kontrolle und sollte umgehend eingenommen werden. Nehmt folgende Provinz ein. Verbleibende Runden 10. Kriegseifer 12. Ja, da war ich ja jetzt sowieso gerade. Da ist unser Shinsengumi gerade angekommen. Ja, das könnten wir auch tun, denke ich mal. Können wir die hier entbehren? Ihr seid grauenhaft. Aber ich schicke euch noch zwei Einheiten hin, damit ihr mal still seid. Gut. Außerdem werden wir mal hier... Na, die sind nicht so stark hier, die Einheiten. In Sagami müssen wir wieder welche rekrutieren. Da haben wir die stärksten. Mal eine, die nicht so teuer ist. Kann man noch eine Revolver-Calf machen? Ja, ist auch teuer. Aber noch billiger als die anderen. Reicht das jetzt noch, um ein bisschen was dazu... Nee. Gut, okay, ich muss sowieso noch die Flotte hier aufstocken. Ah, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Die Flotte, wo war sie denn? Ich verliere sie mal wieder aus den Augen. Hier. Okay. Dann wird das nämlich schön noch alles repariert. Alles wieder schön zusammen. Klappbuster und wie auch immer. Damit das wieder hält. Obama, okay. Geisha, schicken wir mal weiter Gen Hida. Ja. Feine Sache, das gefällt mir eigentlich wieder relativ gut. Ja, genau. Auf den Weg kannst du dich dann noch begeben. Das hatte ich ja ohnehin vor. Hose no Tori, genau. Himakase. Wie du sagst, mein Freund. Ich stimme dir absolut zu. Okay. Unser Daimyo ist angekommen. Wahnsinn. Wir sollten noch mal ein paar von denen auch ein paar wegmachen. Und wir werden mal eine Katana Kachi. Die Kachi. Revolver Kavallerie. Wir brauchen mal eine bessere Linieninfanterie. Dann nehmen wir mal die Schildkröte rein. Einmal, wenn ich bitten darf. Und dann gucken wir uns mal hier um, wie es sonst so wieder um die Wirtschaft bestellt ist. Ja, hier. Kommerzielle Bauernhöfe. Okay, aber wo müssen wir denn noch Fronhöfe nach rüsten, sag ich einfach mal. Ja, hier in Shimotsuke natürlich. In der anderen sind sie eigentlich. Hier noch in Suruga, okay.
und Kutsuke. Suruga, Kutsuke und Suruga und ja. Einen habe ich vergessen, egal. Das wird schon noch wiederkommen. Ja, gut. Können wir die bestechen oder so? Wir machen das noch gleich. Aufwiegeln, ja, das ist ein bisschen gefährlich. Zettel eine Revolte an. Die ist ja immer relativ garstig, das hatten wir schon erlebt. Nee, dann lassen wir das erstmal so bleiben. Okay. Ach, hier haben wir noch einen Ninja. Shinobi, sorry. Den schicken wir nach Owari. Ah, was sehe ich denn? Au, das tut weh, Leute. Das tut weh. Jetzt habe ich Augenkrebs. Wir sind hier noch ganz in der Nähe, verdammt. Das ist wahnsinnig übertrieben. Dann irre ich mich. Dann habe ich... Dann haben sie... Na, mal gucken. Wollen wir mal sehen. Sie haben weniger Provinzen, aber sind immer noch wahnsinnig garstig drauf. Das muss man einfach so sagen. Nun, was hab... Ja, gut. Die Sado. Mit denen sollten wir uns auch mal verbinden, wenn das denn... Tragt mir freundschaftlich euer Anliegen vor und ich werde augenblicklich antworten. Denn wir sind mit den Obama verbündet. Wir treiben mit denen Handel und wir müssen uns gegen die Zu verbünden, das ist wichtig. So. Drei ziemlich eigentlich mächtige, zumindest einigermaßen mächtige Handelspartner und Verbündete. Wir müssen uns Einfluss verschaffen, das ist wichtig. Die Zu müssen richtig Angst vor uns bekommen. Aber nicht so, dass sie dann übertreiben und uns zu überschnell angreifen. Das wollen wir auch nicht. Ja, haben wir hier eine schwarze Schildkröte. Gut, dann rekrutieren wir hier doch nochmal... Ja, noch eine. Noch eine, also ich meine, warum nicht? Aber ihr seht, unser Kleineinkommen hat sich wieder regeneriert. Also 3021 pro Runde momentan, das ist doch schon nicht schlecht. Okay, die Schiffe jetzt noch. Okay, dann gehen wir in die nächste Runde. Ab geht's. Dann greifen wir Nord Shinano noch an. Das würde ich gerne hinkriegen. Ich wusste es doch, der hat irgendwas Dummes im Hirn. Am Laufen, also. Wir sollten da sollten wir einen Aufstand anzetteln. Das sollten wir tun. Mit unserem Shinsengumi, jetzt haben wir auch genügend Geld dafür. Ich hoffe mal, das kriegen wir auf die Reihe. So. Wo ist denn unser Shinsengumi? Wie weit ist der denn von hier entfernt? Denn die begeben sich nämlich hier, glaube ich, schon auf den Weg teilweise. Mehr sabotieren, versuchen wir es mal. Mist. Aber er ist einen Rang aufgestiegen, immerhin. Was bringen wir ihn denn mal bei? Militärischer Spion oder krimineller Agent? Ja, ist ganz wichtig, dass er bei seinen Attentaten nicht... Auskundschaften feindlicher Armeen. Geheimaktion beim Aufbau von Spionagezwecken. Nehmen wir mal das. So, als Gefolge nehmen wir Tigerkrallen oder... Chloroform in Flaschen. Plus 1 auf Geheimaktionen bei Attentaten. Plus 5% auf die Fluchtchancen nach erfolglosen Aktionen. Machen wir das. So, halten wir uns gegenseitig die Waage. 5 Jahreszeiten noch, dann haben wir das auch geschafft. Ja, da wo der Daimyo ist, sieht man auch, da steigt die Zufriedenheit natürlich sehr an. Das ist ganz wichtig, dass wir den aus der Gefahrenzone da genommen haben. Dann rekrutieren wir hier nochmal ein bisschen was, ehe die hier ankommen. Und dann ist Suruga noch ein bisschen, ha? Huh? Ach, das ist halt eine schwache Provinz. Das ist eine sehr schwache Provinz. Nee, dann noch ein Sagami.
Können wir die da rausholen? Ja, können wir. Dann mögen die mal bitte nach Kai gehen. Ja, falsche Richtung gegangen, Mist. Egal. Und hier machen wir noch, Schreib macht blauer Drache. Mal sehen, die Range. Mal gucken, kurz. Ja gut, die Range sind wir gleich. Okay, ich habe hier sowieso noch die Dings. Dann nehmen wir, ja, die nochmal. Okay. Okay, okay, dann wollten wir noch den einen Ninja dahin schicken, genau. Wir müssen dem Gegner immer möglichst einen Schritt voraus sein. Können wir hier auch lang gehen? Nee, ne? Das ist kein Weg. Und hier auch nicht, das ist getrennt. Okay. Gebirge kann einem dann auch mal zu Hilfe eilen. Ja, dann sind wir jetzt erstmal an der Stelle soweit gut. Stehen wir ganz gut. Ja, die anderen wollen ja nichts von uns wissen. Ich denke mal nicht, dass wir das weiter versuchen müssen. Das hatten wir vorhin schon ziemlich explizit behandelt, meine Freunde. Hitachine. Ah, nee. Nee, nee, dann haben wir jetzt erstmal wieder... Na, das ist dann auch schon wieder zu viel dann. Eigentlich Herband, Speerträger reichen, wenn wir da erstmal zwei haben. Brauchen wir nicht so viel, also... Nächste Runde. Ah, genau, die habe ich noch dahin geschickt, die Satsuma. Okay. Gut. Die zwei wollen es wissen. Das will ich auch wissen. Gut. Die Matsuma. Okay. Gut, 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 gut. Sie drehen tatsächlich am Rad.